Hallo, meine Lieben. Ich bin Susanne Jatina Maria Mück. Ich bin Kunstgeschichtlerin und Archäologin und Astrologin und Schamanin und Künstlerin und Lebenskünstlerin und alles Mögliche. Ich bin alles Mögliche. Was immer ich sein will, bin ich. Ja, und ich wollte jetzt mal kurz erzählen, diese ganzen Geschichten, die mir so am Herzen liegen, weil ich studiere das so unglaublich gerne, diese ganzen New Thought-Bewegungen, die aus Amerika kamen, diese ganze Metaphysik, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es irgendwie vorher gar nicht in meinem Dunstkreis, in meiner Bewusstheit war. Das ist jetzt erst die letzten 2 Jahre aufgetaucht und besonders heftig das letzte Jahr aufgetaucht. Also ich spreche jetzt hier von Florence Scovel Shinn, ich spreche von Baker Eddy, ich spreche von Emerson, ich spreche von Quimby und last not but least von Neville Goddard. Wobei der sich ausgeklinkt hat, der hatte schon zu seinen Lebzeiten gesagt, er gehört zu keinem Ismus. Also er hat sich ganz komplett darüber erhoben. Er hat gesagt, es ist ihm alles völlig peng. Ihm geht es nur darum, dass die Menschen verstehen, dass sie es sind, die alles erschaffen. Und er will sich da nichts beugen. Und das fand ich super sympathisch. Ne? Scovel Shinn macht das ja im Grunde auch, aber sie beugt sich immer noch so ein bisschen. So kommt es mir zumindest vor, wenn ich es lese. Das ist alles hier nicht verbrieft, versiegelt oder ich habe keine Prüfungen darüber abgelegt. Das ist meine ganz spezielle eigene Meinung. Sie hat sich doch noch sehr, sehr, sehr auch an dieses Glaubenskonzept der Religion ein bisschen angehängt. Obwohl, wenn man sie genau liest, dann irgendwie auch nicht. Also das kann irgendwie gar nicht sein. Und ich für mich habe jetzt beschlossen, wie war das jetzt eigentlich? Ne? Wie erklärt sich denn jetzt nur alles? Ne? Es gibt ja viele, viele Weltreligionen und die fangen ja ganz bestimmt nicht mit dem Christentum an. Es gibt ja noch viel, viel ältere Traditionen. Denkt mal an die östlichen Religionen zum Beispiel, an den Buddhismus. Wobei gerade der Buddhismus sehr, sehr nahe da dran war, immer. Ich bin keine Buddhismus-Expertin, ich will mich auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich habe nur so im Kopf, dass beim Buddhismus schon ziemlich klar formuliert wurde, was du denkst, was du im Kopf hast, was du im System hast, das wird dir auch im Draußen begegnen. Also das habe ich so zumindest für mich abgespeichert. Also auf was ich eigentlich raus will, ist, dass wir jetzt in einem Zeitalter, glaube ich, angekommen sind, wo wir die Religion nicht mehr brauchen. Braucht man nicht mehr. Aber ganz interessant ist eben, dass ausgerechnet die Bibel, also eines der religiösesten Bücher überhaupt, auch noch ganz anders interpretiert werden kann. Und da verweise ich jetzt sehr gerne an diesen wunderbaren Beitrag von Gudrun Fiemann, die das also so ganz toll jetzt an Beispielen vorführt. Ich finde es ganz prima. Aber ich erkläre mir die Welt jetzt anders. Ich erkläre mir die Welt ein bisschen angelehnt auch an Scovel Shinn als ein Spiel. Ich stelle mir das so vor, Gott hat sich, ich meine, das habt ihr auch schon irgendwo gelesen, wollte sich erfahren, es war ihm langweilig. Er wollte ein Spiel, ein Erfahrungsspiel, einen Erfahrungsplaneten. Er hat die Erde jetzt einfach mal erschaffen, weil er wollte Menschen erschaffen. Und ich meine, das steht eben auch in vielen Religionsanfängen und vor allem auch in der Bibel. Er erschuf sie als Mensch. Er erschuf sie als Mann und Frau. Und er machte sie so ganz genau gleich, wie er ist. Sprich, mit aller Schöpferkraft, mit aller Bewusstheit, mit allem, was er eben auch kann. Ja, das ist doch so verrückt, oder? Es wird immer überlesen. Irgendwie hat man es dann doch nicht so geglaubt. Es kam nie nach oben. Aber wir sind jetzt also dieser verkörperte Gott. Ich bin das, du bist es, jeder ist es. Und ich bin eben jetzt ausgestattet mit dieser Schöpferkraft. Und ich darf alles erschaffen in meinem Leben. Das darf ich nicht nur, sondern da bin ich geradezu aufgefordert, weil um das geht's. Und dann bin ich eben hierher gekommen als Kind. Und wurde dann erstmal geteacht,
dass das alles überhaupt gar nicht ist, dass ich eigentlich gar nichts bin. Ne? Aber das gehört mit zum Spiel. Weil wenn ich das nicht vergessen habe oder noch wieder ausgetrieben bekomme, dann kann ich ja nicht spielen. Weil sonst wäre ich ja schon erleuchtet und bleib und würde es bleiben. Um das geht es aber nicht. Ich soll ja spielen. Ich will ja spielen. Das ist der Plan dahinter. Ich war bei der Planung beteiligt. Das heißt also, es ist genau richtig, wie alles läuft. Es ist perfekt, weil es ist Gott gemacht. Und das wissen wir jetzt ja nur aus allen Religionen. Gott ist perfekt. Und da ich jetzt aber tatsächlich Gott bin, bin auch ich perfekt. Es ist so genial. Leute, denkt mal über diesen Spielcharakter nach. Und jetzt geht es praktisch drum, und ich denke, jetzt sind wir alle ein bisschen in so ein Level geraten, wo es gilt, das wirklich komplett anzunehmen und zu verstehen. Und zu lernen, und da finde ich Neville Goddard großartig, wie das geht. Weil er das beobachtet hat, weil er es selber erlebt hat, weil er tausende Geschichten zusammengesammelt hat. So wie auch Joseph Murphy, Erhard Freitag, es im deutschen Raum. Es gibt ganz viele Leute, die das schon getan haben, die zusammengesammelt haben. Wie geht das? Und eine Sache, jetzt nur noch zum Schluss hier, eine Sache, die alle sich einig sind. Es hilft dir nichts, dir was zu wünschen und zu sagen, das hätte ich gerne, sondern du musst es umdrehen. Du musst es hier drinnen in deinem System sein, damit es im Außen gespiegelt wird, damit es im Außen entsteht. Weil es gibt nichts außer das Innere. Das Äußere ist nur die Reflexion des Inneren. Ja, soweit mal. Also ich finde es super spannend. Ich liebe es zu spielen. Und ich liebe es, mit euch allen zusammen zu spielen. Und alle wir zusammen sind Gott.